In diesem Video geht es darum, den Schwerpunkt von dieser eingeschlossenen Fläche zwischen den Funktionen zu berechnen. F von x ist gleich x² und g von x gleich x. dA ist in diesem Fall g von x minus f von x mal dx, also gleich x minus x² dx. Diese Information wird in die Gleichung eingesetzt, danach das x noch in das Integral mit reingenommen. Dann kann man schon aufleiten und mit Hilfe der Integrationsgrenzen von 0 bis 1 berechnen. Richtig eingesetzt und berechnet, bekommt man für xs 0,5. In y-Richtung stellt es sich ähnlich dar, nur dass y nicht die Funktion an sich ist, sondern an der jeweiligen Stelle der y-Abstand des Schwerpunktes. Nun können wir mit Hilfe der Stammfunktion uns ys berechnen. Ys ist gleich 0,4. Xs ist 0,5, somit hat der Schwerpunkt die Koordinaten 0,5, 0,4. Zeichnet man nun den Schwerpunkt in das Koordinatensystem, ergibt sich dieses Bild.